Christoph, hab ich. Simon, Sonne, Basti. Papa auch. Fehlt nur noch Mama. Das gibt's nicht. Moin. Hallo. Entschuldigung, ich hätte gerne die Weihnachtsbaumspitze aus dem Schaufenster. Oh, die ist leider Teil der Deko. Oh, bitte. Die sieht genauso aus wie die, die meiner Mutter letztes Jahr zerbrochen ist. Sie ist leider nicht verkäuflich. Entschuldigung. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten. Schöne Weihnachten, Herr Klaas. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Schöne Weihnachten. Ihnen auch, Frau Jonen. Henry, schau doch mal. Ich habe jetzt die komplette Reise zusammengestellt. Das Haus, die Flüge und auch den Leihwagen. Henry. Es geht mir gut. Und wenn es dir vielleicht doch zu viel wird? Du hast wirklich gebucht. Bei der nächsten Geilenblase assistierst du aber mir. Dann weiter. Was machst du eigentlich Weihnachten? Ich bin bei meinen Eltern und über die Feiertage mache ich wie immer Dienst. Meine Eltern und ich, wir gehen am zweiten Weihnachtsfeiertag abends essen. Komm doch mit. Nee. Warum denn nicht? Sanne, wir sind jetzt seit 4 Monaten zusammen. Hey, zusammen? Wir haben Spaß, mir nicht. Lieber Basti, liebe Sanne, liebe Annika. Wir haben uns entschieden, Weihnachten in diesem Jahr nicht zu Hause zu feiern, sondern in Norwegen. Ein Haus ist schon gemietet, Fahrt und Flug für euch sind gebucht. Wir freuen uns. Ich bin Weihnachten in Norwegen. Marc? Ja, das Konzept war halt so innovativ, ne? Konnte was trinken, während man sein Fahrrad repariert, Alter. Innovativ war was anderes. Schuldest mir noch 100 Ocken. Ja, kriegst du, sobald ich was Neues am Start habe. 100. Jetzt. Norwegen? Cool. Seid ihr doch da? Warum sagt ihr nichts? Hallo Mama. Na toll. Das räumen wir später auf. Wir müssen los. Ja. Wo wollt ihr denn hin? Zum Eishockey. Tut mir leid. Norwegen. Wir buchen einfach eine Reise, ohne uns vorher zu fragen. Wir hätten ja auch was anderes vorhaben können. Haben wir ja nicht. 20 Stunden auf der Fähre. Weil du Angst hast vorm Fliegen. Ich würde sein, aber die ganze Zeit mit ihren OPs angeben. Und Bastian will wieder Kohle von Mama. So wie jedes Jahr. Nur ein bisschen länger als sonst diesmal. Aber dafür mit Schnee. Und in der Mail steht mein Name wieder als Letzter. Ist wieder typisch. Annika. Ja, ist doch so. Ich muss ein paar Pläne durchgucken. Die Mail hat garantiert Mama geschrieben.